darfst kämpfen, doch bitte nicht gegen dich selbst. In einem Kampf wird es immer einen Gewinner und einen Verlierer geben. Und kämpfst du gegen dich selbst, dann wirst du der Verlierer sein. Wie geht es? Wie kann man verlieren, wenn man gegen sich selbst kämpft? Ein Teil von dir wird verlieren. Und dieser Teil, der da verliert, ist ein Teil dessen, was vielleicht auch Ursache deiner Probleme ist. Wie darf man das verstehen? Ich erkläre es dir. Jetzt hast du zum Beispiel vor, abzunehmen. Du machst eine Diät. Dann kämpfst du mit dieser Diät gegen dich selbst. Bedeutet das, du deinen Körper herausforderst. Du forderst deine geistigen Strukturen heraus. Wenn du der Meinung bist, dich limitieren zu müssen, dann wird ein Teil von dir sagen, halt, nein, ich möchte nicht. Und jetzt sagst du, ich mache eine Kohlsuppendiät zum Beispiel und isst nur noch Kohlsuppe. Jetzt sagt ein Teil von dir, ich mag aber auch Obst und ich mag aber auch Süßigkeiten. Dann wirst du gegen diesen Teil, der die Süßigkeiten möchte, gegen diesen Teil, der das Obst möchte, der irgendwas anderes möchte, der vielleicht auch schon lange am Ziel sein möchte, der gar keinen Bock hat, diesen anstrengenden Weg zu gehen, diesen Teil wirst du bekämpfen. Und ich garantiere dir, du wirst verlieren. Du hast keine Chance, gegen dich selbst zu gewinnen, weil immer ein Teil von dir verliert. Und du solltest dir die Frage stellen, nicht, wie kämpfe ich am effektivsten gegen mich selbst, sondern wie hole ich diesen Teil zu mir ins Boot, wie freunde ich mich mit mir selbst an. Und so paradox das auch klingt, so wahr ist es, weil dein Körper an sich ja einen Plan hat. Und wenn ein Teil in dir sagt, ich möchte Süßigkeiten, dann hat er eine Berechtigung. Er hat eine große, wahre Berechtigung. Und das ist jetzt nicht das grüne Licht von mir an diesen Teil in dir, der Süßigkeiten essen möchte. Nein, es ist das grüne Licht von mir an alle Teile in dir herauszufinden, wofür du diese Süßigkeiten isst. Es wird nicht sein, um deinen Hunger zu stillen nach Nahrung. Es wird einen anderen Grund haben. Denn wenn wir mal ganz einfach überlegen, dann ist es ja so, dass dein Körper zu 68% aus Wasser besteht. Das heißt, 68% deiner Nahrung sollte Wasser sein, wenn es darum geht, deinen Körper als biologisches Bauwerk zu nähren, dann müssen 68% Wasser sein, dann müssen 16% Proteine sein, dann müssen 10% Fette sein, dann müssen 1,2% Kohlenhydrate sein, denn das ist das, woraus dein Körper besteht. Dein biologisches Bauwerk ist aus diesen Prozenten zusammengebaut, noch 5% Mineralstoffe und wenige Prozente Vitamine, mengenmäßig gesehen. Ja? Für unsere Bioverfügbarkeiten, für die Relevanz in unserer Ernährung ist es wichtig, dass auf allererster Stufe das Wasser steht, auf der nächsten Stufe die Vitamine und Mineralstoffe und dann erst die Energielieferanten, die Fette und die Baustoffe wie Eiweiß. Ja, also die teilen sich dann die dritte Stufe und die Kohlenhydrate sind einzig und allein für Bauwerkzwecke geeignet zu 1,2%, denn dein Körper besteht nicht aus Proteinen, wie viele so sagen, denn wenn man es genau nimmt, besteht dein Körper aus Glykoproteinen, das heißt aus Zucker- und Proteingemischen. Wobei der große, relevante Teil natürlich Protein ist. Also du kannst nicht ein Kilo Zucker essen und damit Muskeln aufbauen. Das bedeutet das Bauwerk Muskulatur, wenn du jetzt noch einen Muskel nimmst, ja, und du sagst, ich möchte Muskeln aufbauen, dann besteht dieser Muskel zu 68% aus Wasser. Ja, zu
16% aus Proteinen zu 10% aus Fettmolekülen und sagst, ja, wo muss denn da Fett im Muskel sein? Ja, da muss auch Fett im Muskel sein, weil wenn du jetzt Muskelfleisch isst eines Tieres, dann ist dort auch Fett enthalten. Das ist kein reines Eiweiß. Und dieses Fett zum Beispiel findest du in der Zellmembran dieses Tieres. Ja, die Struktur, die die Zelle von der Umgebung trennt, besteht aus Phospholipiden. Ja, und Lipid bedeutet Fett. Also da ist Fett mit da drin. Das ist also ein Teil der Zelle. Ja, und auch ein kleiner Teil Kohlenhydrate, nämlich 1,2%. Und so sollte auch deine Ernährung sein, wenn es dir darum ginge, deinen Körper zu ernähren. Wenn es dir einzig und allein darum ginge, deine biologische Substanz aufrechtzuerhalten. Aber das ist es eben nicht. Wir verbinden viel mehr mit unserer Ernährung. Wir gleichen Unglück aus. Bedeutet, du fühlst dich nicht so geil, du fühlst dich heute, ist nicht so ein toller Tag, dann gönnst du dir ein Eis. Das hebt deine Stimmung. Das bedeutet, du nimmst körperliche Nahrung, um deinen Geist zu nähren, um deine Emotionen zu ernähren. Und da liegt der Fehler. Und jeder, der ein Problem mit seinem Gewicht hat, hat dort ein Problem. Und deswegen sind die Ernährungsberater, die von mir ausgebildet werden, deswegen sind die Ernährungsberater in meinem Team alle viel mehr Life Coach als Ernährungsberater. Weil, mal ehrlich, egal wo du auf dieser Welt sitzt, du wirst genug über Ernährung wissen, dass es theoretisch kein Problem wäre, nur deinen Körper zu nähren. Aber praktisch ist es das nicht, weil du Durst hast, weil du hungerst, weil du durstig bist nach Emotionen, weil du durstig bist nach Nähe, nach Sicherheit, Geborgenheit, weil du durstest nach so vielen Essenzen des Lebens und es auf klägliche und traurige Weise versuchst, durch deine Ernährung auszugleichen. Und diese Ausgleich ist nur temporär möglich, weil es Übergewicht nach sich zieht und noch mehr Unglücklichkeit. Und dann hat dir Nähe gefehlt und du hast gegessen und du bist dicker und dicker geworden. Und dann hat dir immer mehr Nähe gefehlt und dir fiel es immer schwerer, dich selbst anzunehmen, dir selbst nah zu sein. Und dann kommt der Schlips ins Rad, weil dann machst du dein Übergewicht dafür abhängig und dann sagst du, Mensch, ich muss abnehmen, um wieder glücklich zu sein. Du bindest dein Leben an dein Gewicht. Du sagst dann, hey, ich muss abnehmen, um wieder glücklich zu sein. Ich muss abnehmen, um mich selbst zu lieben. Ich muss so vieles tun. Und alles hat was mit meinem Gewicht zu tun. Und dann endlich werde ich wieder glücklich sein. Aber was machst du, Gottverdammt, wenn du noch die nächsten 30, 40 Jahre übergewichtig bist? Willst du dich dann erhängen? Willst du dann vor einem Bus laufen? Willst du dich auf die Gleise schmeißen? Ist das dein Ernst? Willst du dann dein ganzes Leben darauf warten, glücklich zu sein? Das ist nicht dein Problem. Es ist nur eine Erscheinung, die dein Problem zutage treten lässt. Das bedeutet, du hast an Gewicht zugenommen, weil dir etwas gefehlt hat im Leben, weil dein Geist, deine Emotionen nach etwas gedurstet haben, nach etwas gehungert haben. Und dieser Hunger, den hast du versucht, durch biologisches Baumaterial zu stopfen. Du hast dieses Loch versucht, durch körperliche Nahrung zu stopfen und das Ergebnis ist dein Übergewicht. Und jetzt versuchst du all diese Probleme auf dein Übergewicht zu münzen, doch das kann doch gar nichts dafür, das ist doch nur da gewesen, um deine Probleme zu kompensieren. Und ich hoffe, du verstehst das, diesen Zusammenhang, ja, dass das nur eine Erscheinung ist und nicht dein Problem. Und das Problem, das liegt tiefer in dir und du solltest herausfinden, wo liegt es? Was fehlt dir? Was möchtest du? Möchtest du Sicherheit? Möchtest du Nähe von anderen Menschen? Möchtest du dich endlich selbst lieben? Möchtest du dich endlich selbst akzeptieren? Möchtest du, dass dich andere akzeptieren? Dann ist das deine Baustelle und dann musst du daran arbeiten. Dann ist es genau das, was du brauchst, für dich und dein Leben brauchst, um endlich Erfüllung zu finden, um endlich glücklich zu sein. Und das ist das, was du finden kannst, wenn du für dich das beste Leben lebst, gemeinsam mit unserem Team zum Beispiel. Oder vielleicht gehst du jetzt auch auf die Suche in dir. Es gibt so viele Philosophien. Ein großer Tipp von mir ist, das richtig echte Yoga, das Raja-Yoga zusammen mit dem Kriya-Yoga. Ja, nicht nein,
Wir differenzieren nicht, wir nehmen das Holistische, das Ganze, das Traditionelle. Denn diese Splittungen sind alles immer nur Modeerscheinungen gewesen. Und Yoga bedeutet, die geistige, die körperliche, die emotionale Erfahrung in all diesen Bereichen zu wachsen. Das bedeutet Yoga, das Yama, der Umgang mit den Dingen um dich herum. Und das ist auch zum Teil deiner Ernährung, das Niyama, der Umgang mit dir selbst, wie du dir selbst begegnest, ob du deine Probleme nur auf dein Gewicht schiebst, Hauptsache du bist nicht verantwortlich, dass du unglücklich bist, nein, aber weißt du, was passiert, wenn du das machst, wenn du sagst, ich bin nicht verantwortlich für mein Unglück, das ist mein Gewicht, dieses dämliche Gewicht, was ich mit mir rumschleppe, ist schuld an meinem Unglück, dann hast du einen Sündenbock gefunden in deinem Gewicht und das ist es aber nicht, weil du kannst nicht viel gegen dein Gewicht tun, merkst du es nicht, denn es begleitet dich aus Grund deines Unglückes, begleitet dich dein Gewicht und es ist jetzt dein Sündenbock geworden und es will nicht gehen. Ja, warum nicht? Weil du es brauchst. Du hast es notwendig, deswegen begleitet es dich. Denn ohne dieses Übergewicht wärst du vielleicht schon lange depressiv gewesen und jetzt irgendwann kann dein Körper ja nicht mehr an Gewicht zunehmen, er kann nicht noch schwerer werden und dann wird es Zeit, etwas zu ändern und das signalisiert dir deine Psyche, die anfängt abzubauen. Aber sie hätte schon früher abgebaut, wenn dein Gewicht nicht da gewesen wäre. Wenn nicht das Eis gewesen wäre, was dich durch den Liebeskummer begleitet hätte. Wenn nicht die tolle Kartoffelsuppe gewesen wäre, die dich an dein Zuhause erinnert, dass dir etwas Geborgenheit gegeben hätte. Dann wärst du schon viel früher in dieses psychische Loch gefallen und davor hat dich dein Gewicht bewahrt. Du musst deinem Gewicht dankbar sein, denn es hat dir die letzten Jahre viel Leid und Kummer erspart und jetzt machst du es dafür verantwortlich, dass dein Leben schiefgelaufen ist. Und jetzt bist du ohnmächtig, weil du das Gewicht verantwortlich machst, denn daran kannst du ja gerade nichts ändern. Du hast es vielleicht schon 1000 Mal vergebens versucht. Aber ich garantiere dir, wenn du zulässt, probier es aus. Wenn du es einfach nur zulässt zu sagen, es stimmt, ich bin für mich und für mein Glück verantwortlich. Es ist nicht mein Gewicht, das schuld ist, weil mein Gewicht kann nichts dafür, dass ich mich nicht liebe. Mein Gewicht kann nichts dafür, dass ich mich nicht sicher fühle in dieser Welt. Und das Gewicht kann nichts dafür, dass mich niemand lieb hat oder dass ich mich nicht geborgen fühle. Dafür kann mein Gewicht nichts. Es war nur ein Teil dessen, es war nur mein Begleiter, es hat versucht für mich da zu sein. Ich habe es in der Hand, in meinen Händen, dann wirst du wieder mächtig. Weil dann holst du dir die Verantwortung für dein Leben zurück. Zurück dahin, wo es hingehört, in deine Hände. Und dann mach was und du wirst sehen, dass dieses Gewicht seine Bedeutung verliert, weil es muss nicht mehr ausgleichen. Deine Nahrung muss dann nicht mehr deine Probleme ausgleichen und du kannst endlich aufhören, gegen dich selbst zu kämpfen. Du kannst endlich anfangen, dich selbst zu akzeptieren und dein Leben glücklich zu leben. Und du wirst sehen, dein Gewicht purzelt von ganz allein. Es geht einfach weg. Ja, und ich bitte dich, mach nie etwas anderes für dein Unglück verantwortlich. Mach nicht deinen Job oder deinen Partner für dein Unglück verantwortlich, wenn du es bist, der nichts gesagt hat. Wenn du es bist, der sich nicht einen anderen Job sucht. Wenn du es bist, der nicht mit deinem Partner über die Probleme redet. Oder wenn du es bist, der das Gefühl hat, nicht liebenswert zu sein und dein Partner liebt dich vielleicht abgöttisch. Das sind alles Dinge, dafür können die anderen nichts, da musst du bei dir anfangen und ein schöner Weg ist da das Yoga. Ein anderer schöner Weg ist auch, einen guten Therapeuten zu haben, ein gutes therapeutisches Team zu haben, was ineinander arbeitet, Life-Coaches, Ernährungsberater zu haben, die dich begleiten. In ein Fitnessstudio oder in ein Therapie- und Kompetenzzentrum, so wie es bei uns ist. Wir sind ja ein Kompetenzzentrum für Gesundheit. Hier findest du Osteopathie für deine körperlichen Probleme. Hier findest du mentales Training und Psychotherapie für deine geistigen Probleme. Hier findest du Geräte, funktionelles Training für körperliche und geistige Probleme. Du findest im Grunde Bewegungstherapie. Du findest alles, was du brauchst, um dein Leben an einen Punkt zu führen, an den du sein möchtest, an dem es da ist, wo es hingehört, nämlich glücklich. Und ich hoffe, dass dieses Video hier dir den Anreiz gibt, dich zu bewegen in die richtige Richtung. Und wenn das so ist und wenn du wieder glücklich wirst, dann bin ich es auch, dann
danke, dass du mir zugehört hast, dass du dieses Video vielleicht auch mit deinen Freunden, deinen Bekannten teilst, damit auch sie etwas in ihrem Leben verändern können, etwas zum Positiven verändern können. Und wenn du alleine diesen großen Batzen, der sich da angesammelt hast, nicht überblickst, dann lass dir helfen von Leuten, die da ausgebildet sind oder gleich von denen, die es leben, die es von der Pike auf leben, dann komm zu uns und lass dir helfen. Oder komm zu uns und lass dich ausbilden, um anderen zu helfen, und dabei hilfst du dir auch selbst. Das ist ein schöner Weg, ein unglaublich toller Weg. Also für eine Bewerbung gerne eine E-Mail senden oder bei uns vorbeikommen, wenn du Mitglied werden möchtest, wenn du einen Behandlungsvertrag haben möchtest und da regelmäßig an deinen Zielen, an deiner Persönlichkeit, an deiner Gesundheit arbeiten zu können. Ich freue mich auf dich. Bis dahin, wir sehen uns.